Sollten wir vielleicht am Flugzeug ein bisschen was zu essen mitnehmen? Ich kann irgendwie auch nicht sprinten. Fällt ein, ich müsste gar nicht die Knochen dann dupen, ich könnte einfach die Rüstung dupen. Oh, das ist noch stärker. Nice. Mein Gott, mir fallen gerade so viele Möglichkeiten ein, dieses Spiel kaputt zu machen. Jetzt hat Modi das Spiel kaputt zu machen. Ab diesem Punkt habe ich Spaß an Forest. Na, das ist sehr gut. Vielleicht war das doch beabsichtigt von den Entwicklern. Dass du das dann kriegst, um wieder Spaß am Spiel zu kriegen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern einfach nur daran, weil ich halt zufällig vergessen habe, dass mein Charakter gespeichert ist und ich Dinge verbraucht habe auf dem Weg dahin und nicht zwischengespeichert habe. So, ich gehe mein Zeug wiederholen. Mach das, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 2 vollständige Rüstungen für uns beide. Dann stell sie für mich bereit. Ich hole sie mir dann, sobald ich mit meinem Zeug wieder da bin. Das kann jetzt noch ein paar Stunden dauern, aber... Ja. Das tun wir. Warum habe ich auch... Ich habe keine Axt mehr. Das ist eigentlich, findet man am Anfang doch respawnt mit der Flugzeugaxt. Gut. Okay, ich habe eine vollständige Rüstung schon mal, das ist gut. Ich habe einen Stock als Waffe. So, und jetzt speichere ich zwischen. Na toll. Dafür durch komplett neue Gebiete, weil ich direkt auf den Todkopf zurenne. Schade, zählt nicht für uns beide. Also die Map hat sich auch wieder zurückgesetzt. Ist auch nicht auch schön. Gut, jetzt kann ich aber meine Theorie testen. Du hast eine also Theorie? Noch weiter testen, weil ich habe gerade 2 Rüstungsteile abgegeben. Wenn ich jetzt reingehe, ich bin hier bei der Höhle, Modi. Nice. Hier gibt's eine Höhle. Gut, wenn ich so auf der Karte, kann ich das irgendwie auf der Karte markieren? Guck mal auf der Map, das müsste automatisch jetzt da sein, wenn es ein wichtiger Punkt ist. Nö, ich glaube, das kann ich nicht markieren. Modi, guck mal ins Stream, dann kannst du bei mir ins Stream, dann kannst du sehen, wo ich gerade bin. Auf der Karte und dann weißt du, wo merkt ihr das irgendwo. Mhm. Also ich sag mal so, wir haben unbegrenzt Rüstung. Modi, merkt ihr das mal gerade? Guck mal in den Stream und dann... Ich kann es mir gerade nicht notieren. Kurz aufmachen, aber... Kannst du mal notieren, wo in der Ecke, wo... Da müssen wir später nochmal hin. Du kannst auch einen Wegpunkt bauen. Ich weiß nicht, unter welchem Abschnitt das ist, aber es wäre vielleicht jetzt sinnvoll an der Höhle. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe kein Material mit. Deswegen wär's vielleicht mal hilfreich, wenn du das. Ja, gut, ist egal, wir werden es auch eh wieder finden. Und du hast gerade noch. Nee, notier es dir einfach mal. Das ist hier im unteren. Natürlich, jetzt fängt es an zu regnen und zu stürmen. Und ich mache Screenshots davon. Mach das. Stimmt, bei Steam gibt es ja Screenshots. Ich mache dir jetzt erstmal eine vollständige Rüstung, danach fülle ich unsere Lebensmittelvorräte vollständig auf. Und ich hole mein Zeug wieder. Und dann kümmere ich mich darum, dass ich irgendwo ein Stückchen Medizin herkrieg. Dann heile ich mich. Guck mal bei Flugzeug, vielleicht gibt es dort was. Oder ein Dorf. Gleich.
Oder im Dorf, wo wir schon waren, im Hauptdorf. Dorf gibt's wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich habe. Na, die Beine fehlen noch. Aber wir haben gleich vollständige Rüstung für dich. Das ist so lächerlich stark. Also Medizin habe ich gerade drei im Inventar, also falls ich wiederkomme. Dann komm zur Hütte am besten. Ja, falls ich schaffe, mal zur Hütte zu kommen. Ich jage momentan den Totenkopf nach, also. Ja, gut. Mal schauen, was wird. Dann sei das so. Aber wie stehst du denn dazu, zu Raft als nächstes Projekt? Auf gar keinen Fall. Warum? Das ist tatsächlich ein gutes Survival-Spiel. Weil ich brauche irgendwas, was nicht Survival ist. Also wenn wir irgendwann mal, falls wir irgendwann mal mit dem Spiel hier vorbei sind, will ich erstmal was spielen, was nicht Survival ist. Aber ich gehe sowieso erstmal davon aus, dass wir nach dem, hier liegen Koffer rum. Okay. Oh. Unsere Lebensmittelvorräte sind vollständig gefüllt. Ich knack hier mal ein paar Rucksäcke. Und die Knochen kann ich auch auffüllen. Haben wir ein Stocklager oder sowas? Wir haben ein Stocklager hier, wir oder? Wir haben ein Stocklager. Dann kann ich das auch noch füllen. Nein, das Steinlager ist voll. Das hier ist auch dann voll. Dann bauen zweites. Das ist nicht so schwer zu bauen. Na, das ist mir nicht wert, ehrlich gesagt. Weil wir bleiben hier eh nicht permanent. Ich will nur, dass unsere Inventare wirklich voll sind, bevor wir beim nächsten Mal losgehen. Vor allem Medizin okay. Brauchen wir. Beide. Und gerade durch so ein Glitch-Using kann man das halt relativ easy machen. Ich wollte sagen, wir werden wahrscheinlich, falls wir irgendwie mal durch sind mit dem Projekt hier, werden wir als nächstes Minecraft spielen. Das ist ja, das habe ich ja auch schon, geplant, dass wir das mal bald spielen. Oh, Kacke. Mal spielen nach den 500 Minecraft-Folgen, ja. Die wir schon haben. Da habe ich mal Prof drum gebeten, dass er das einen neuen Server aufsetzt, dass wir da mal. Aber dazu mehr noch wann anders, wenn es dann soweit ist. Und wir haben eine vollständige Rüstung für dich. Und ich habe hier ein Zelt. Ich bin hier in einem kleineren Dorf, hier ist ein Zelt. Ein Zelte. Kann das sein? Ey. Ich habe hier Zelte, warum habe ich hier Zelte? Guck mal rein, da müssten Vorräte drin sein. Ne, ich bin da schon wieder weggegangen, weil. Warum? Da sind Zelte und du gehst nicht hin! Hier sind Kannibalen. Wird zu meinem Zeug. Red doch mal mit denen, die sind bestimmt nett. Ich habe jetzt nicht ohne Waffen, will ich da jetzt nicht hingehen, deswegen bin ich komplett unbewaffnet. Bin mit dem Stock bewaffnet. Ich hol uns mal Reh. Oh, hey. Da ist ein Reh. Ich hab uns zwei Rehe geholt. Ich hab eine Schildkröte. Mach mal kaputt, weil dann kriegen wir Schildkröten. Nö, ich muss abbauen, muss wegrennen. Bin fast tot. Ich hab ein Eichhörnchen durch dessen Darm erschossen. Schön. Ah, da drüben. Ich glaube, genau in die falsche Richtung. Bin gerade fucking unbewaffnet in Kannibalendorf. Ja, passiert. Naja, ich kann noch meine Knochen reinpacken. Oh, hier ist noch eine Höhle. Ich speichere mal meinen Charakter. So. Ach du Scheiße, ich bin gleich tot. ich weiß nicht, was mit deinem Zeug passiert, wenn du zweimal stirbst übrigens. Wollte ich nur mal anmerken. Es kann sein, dass es despawnt. Nö, ich hab's ja schon mal aufgehoben, also ich hatte es ja schon. Es geht ja nur als einmal. Ach, du hast es jetzt gerade hast du dein Zeug. Nee, hab ich nicht, aber ich hatte das, bevor ich getötet wurde. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt nochmal stirbst ohne ein Zeug, weiß ich halt nicht, was passiert. Wir werden es bemerken, wir werden es sehen. Ich bin mich fast tot. Aber ich hatte das ja, das geht ja nicht, das geht ja nur als einmal sterben.
Ich hatte das Zeug ja schon wieder da. Das war ja schon in meinem Besitz. Weißt du was? Ich gehe mal eben zum Flugzeug und guck, ob irgendwo ein bisschen Medizin liegt. Mach das. Ich hatte das Zeug ja schon wieder im Besitz. Also das geht ja eigentlich gar nicht. Du hast es aber jetzt gerade nicht, oder? Nee, aber das spielt doch keine Rolle. Ich hatte es vorhin. Ja, das... Wenn du jetzt ohne ein Zeug stirbst, weiß ich nicht, was mit deinem Zeug passiert, gar das nix. Du nicht hast. Gar nichts. Es wird respawned. Was? Weil ich bin erst einmal gestorben. Es geht doch nicht um die Anzahl. Ich weiß nicht, ob dein Zeug durch dein Inventar, was du jetzt im Moment hast, ersetzt wird. Das kann natürlich sein. Ja. Das bedeutet, du hättest dann alles dauerhaft verloren, was scheiße wäre. Aber wir haben ja neues Zeug. Ja gut, ich meine, ich habe eine vollständige Rüstung für dich, aber... Okay, ist es gut, dass ich gerade durchs Eisgebiet laufe? Nein, weil wir nicht dafür ausgestattet sind und du an einem Kältetod sterben wirst. Ziemlich sicher. Okay. Nein, Flugzeug ist nicht respawned, verdammt. Versuch mal, mein Zeug wieder zu finden. Mit zwei... Oh, ich hab ja Heilung. Scheiße. Ja, Batterien. Besser als nichts. Können wir auch ein unendliches. Gut, dass ich mich jetzt gerade daran erinnert habe, dass ich das Heilung habe. Das ist Geld. Nicht schlecht. Ach ja, stimmt. Du hast Heilung gerade. Warum hast du gerade Heilung? Habe ich im Flugzeug gefunden. Und mitgenommen. Okay, das ist kacke, Modi. Ich bin ja exakt auf der anderen. Irgendwie haben es geschafft, ich bin auf der anderen Seite des Gebirges. The fuck, okay, du wirst in Kältetod sterben. Definitiv. Wenn ich jetzt übers Gebirge... Medizin! Wir haben unbegrenzt Medizin! Ja, Mann! Wenn ich jetzt übers Gebirge gehen würde, würde ich den Kältetod sterben. Ich bin noch an der Schneegrenze. Ich müsste jetzt, um zu meinem Rucksack zu kommen, müsste ich jetzt einmal quer durch das Schneegebiet laufen. Wir haben unbegrenzt Alkohol! Ja, Mann! Modi, ich bin jetzt, verstehst du, ich bin jetzt komplett auf der anderen Seite, das ist da wo wir gerade lang gegangen sind. Ach so, ich verstehe. Auf der anderen Seite der Map, ich bin dort einfach, das zwischen mir und dem, zwischen mir und der und unserer Hütte liegt ein großes Schneegebiet. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, auch wenn ich jetzt zur Hütte zurück will. Das ist jetzt leicht problematisch, würde ich sagen. Also erstens, ich bin wieder voll, das heißt, ich kann zu dir kommen. Zweitens, nein, oh Gott, ich werde nicht zu dir kommen, bevor ich nicht gespeichert habe, meinen Charakter. Das glaube ich nicht, dass du zu mir gekommen bist. Okay. Ich sehe deinen Name-Tag. Ja, weil ich jetzt wieder in Reichweite bin. Du bist an der Hütte. Ich gehe jetzt zur Hütte, weil ich unbedingt meinen Charakter speichern muss, weil wir haben jetzt potenziell unbegrenzt Medizin. Ja, mach das mal. Ich versuche weiterhin mein Zeug zu finden. Du hast immer noch eine vollständige Rüstung. Das heißt, selbst wenn es die Rüstung nicht speichern sollte, kann ich jederzeit neue Rüstung machen. Warte mal, ich versuche mal immer noch mein Zeug zu finden. Vielleicht komme ich irgendwie an der Schnee. Es wäre smart, wenn ich mein Inventar mit Rüstung vollballern würde erstmal. Und dann wieder draufhängen. Ja, ich glaube, das mache ich. Modi, es wäre smart, wenn ich mein Zeug mal finden würde. Das wäre nicht schlecht. Ja, du, das ist mir egal. Ich freue mich nur, dass ich einen Bug gefunden habe, den wir so lächerlich abusen können. Das ist... Hast du noch unendlich Pfeile und unendlich Äxte und so weiter? Weil das wäre schon. Wenn wir ein Lager dafür haben, ja. Also, wenn wir ein Ausrüstungslager oder so hätten, dann hätte ich potenziell unbegrenzt Rüstung und alles. So, jetzt speichere ich meinen Charakter. Aber du hast meine Axt nicht und meine. Das ist schon. Das wäre schon hab, ganz ich gut, wenn ich das kriegen würde. Ich habe meine eigene und wie gesagt, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit hätten, das Zeug abzulegen, dann kann ich das auch unbegrenzt duplizieren. Also, dann hätten wir nie wieder irgendwelche Probleme. Aber ich glaube, es gibt keine Möglichkeit dafür ohne Mods. So. Na, ich komme nicht an meine verfickte Axt zurück. Oh, ich hasse dieses Spiel gerade so unheimlich. Ja, willkommen in meiner Welt, bevor ich rausgefunden habe, wie man... Jesus. Und ich schleiche hier gerade um die Eiszone rum. Tu das. Ich exite mal eben und dann gucke ich, ob ich noch... Was zum Fick mache ich hier gerade? Wo bin ich? Aber das ist gut. Ich habe jetzt... Ich habe hier teilweise wirklich neue... Ich habe einen großen Teil der Karte schon aufgedeckt. Ich bin hier wirklich... So...
Also meine Karte sieht mittlerweile schon voll aus. Also ich habe hier schon scheinbar, bin ich schon die Karte abgelaufen. Ja, ich halt nicht, ne? Aber ist jetzt auch egal, dann bist du halt der Guide. Bloß, wo haben Mordi, wenn du in den Stream guckst, ich kann dir auch einen Screenshot nachher schicken. Ist halt wirklich, ist halt wirklich schon das Detail. Ich hab da einfach. Es ist ein Viertel der Karte schon voll. Das ist, ich hab's einfach schon jetzt erkundet, weil ich da durchgerannt bin. Orientierungslos. Okay, Nummer 1 ist gebaut. Ich gehe raus, ich gehe wieder rein. Oh, das ist so angenehm. Wie ist nochmal zu? Ich habe übrigens ein Waffenregal gebaut, das heißt, wir haben unbegrenzt Waffen. Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Ja, ich guck mal eben, ob ich die Axt und alles darin storen kann. Aber ich kann die Axt darin storen. Könntest du, okay. Molly, könntest du vielleicht mal zu meinem Zeug rein und das holen? Ich glaube, du bist gerade näher dran. Ich kann dein Zeug nicht holen. Das ist nicht möglich in diesem Spiel. Sicher? Damit du dem anderen das Zeug nicht klauen kannst, ja. Das würde mir nämlich unheimlich helfen, weil du bist gerade näher dran. Was für Sachen brauchst du genau gerade? Meine Axt hätte ich ganz gerne wieder. Also meine Äxte, mein Totenkopf-Dings, mein... Die hab ich hier bei mir. Aber vielleicht kriege ich sie auch gleich. Ja, natürlich, vielleicht kriegst du sie auch hier, aber ich habe jetzt Ersatzequipment für dein Zeug hier bei mir. Na, mal schauen. Noch lebe ich. Weil ich gerade ein Waffenregal dafür gebaut habe. Ich habe sogar einen Bogen für dich. Okay, ich bin gerade schon wieder um das Eisding rumgelaufen. Ich laufe gerade einmal rings um das Gebirge rum. Das ist halt sehr praktisch für uns. Ich habe die Karte vollständig gleich. Machen wir noch ein Aerobasket. Karten tauschen kann man nicht, oder? Nein, geht nicht. Wenn dir die Karte geben, kann ich nicht bauen. So, dann gehe ich wieder raus. Gott, das ist so gecheatet gerade. Ich liebe es. Modi macht gecheatete Games. Modi ist ein Cheater. Ist notiert. Ja, bin ich. Das wollte ich gerade fragen. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn du in Singleplayer-Spielen bzw. in privaten Dingern cheatest? Zum Beispiel also Sims, halt Motherload absolut, und so weiter. Ich halte absolut nichts von Cheats. Ich lasse dir dein Ding, wenn du cheaten musst, oder wenn du meinst, das ist für dich nötig, dass ich... Ich spiele gerne so, wie sie gewollt sind. Ja, aber ich meine jetzt sowas wie bei Sims zum Beispiel, Motherload oder irgendwelche Commands und so weiter. Ich bin wirklich von keinerlei Manipulation des Spiels entfernt. Ich spiele selbst Minecraft Vanilla ohne Mods. Das ist selbst so hardcore bin ich. Ja, halte ich immer noch für seltsam, aber wenn du das meinst. Ich habe dich jetzt gefragt, ob du vielleicht eine Empfehlung hast, ob es da ein paar Mods gibt, die du mir empfehlen kannst. Ob das Textur, ob du eine Seite hast, wo man die herkriegen kann. So ziemlich jede Seite. Du gibst einen Minecraft-Mods. Du gehst auf irgendeine Seite und du lädst dir die Minecraft-Mods. Okay, hinter. Nice, ich habe meinen Rucksack wieder. Aber es ist nachts. Okay, sehr gut. Es muss nur zum Dorf zurückkommen. Ja gut, ich mache uns gerade unbegrenzt Pfeile und Knochen und alles. Ach ja, ich wollte ein Medizinlager gucken, ob es eins gibt. Es ist nachts. Stimmt. Lauf mal zum Dorf zurück, zu der Hütte. Naja, alles klar. Ich hoffe, ich schaffe das. Das wäre echt nicht übel. Das ist natürlich eine ganze Strecke Weg. Kochtopf haben wir leider noch nicht. Wie wär's, wenn ich uns noch einen Knochenstuhl hier hinsetze? Einfach weil wir es haben. Mach das mal. Ich schaue es mir gleich an, wenn ich zurück bin. Was du da Schönes gemacht hast. Lauf schön weiter auf die Hütte hinzu. Naja, mach das. Und deine Idee mit Welt erkunden und
Und Boot bauen ist jetzt noch nicht. Das machen wir noch. Allerdings brauchst du offensichtlich Vorräte. Ich meine, ich bin jetzt momentan wieder voll. Hab mir einen vollgehielten, voll ausgerüsteten Charakter gespeichert. Also ich bin bereit für alles. Sollte ich gleich auch nochmal machen. Okay, wir sind aufgrund von dumm gerade out of Knochen. Etwas. Aber. Das kriegst du ja doch wieder hin. Ich hätte einen. Was ist mit dem Endlos-Bug, den du gerade... Ja, wie gesagt, aufgrund von dumm. Ich habe mir aus Versehen einen Charakter voll geheilt und alles gespeichert, ohne Knochen. Okay. Weil ich die gerade in den Stuhl geballert habe, aber ist egal. Und? Ja, was und? Ich habe jetzt einen Knochen gespeichert. Ich kann jetzt einen Knochen duplizieren. Statt 15 wie vorher, aber ist egal. Ja, dann mach brauchen das. Wir ja eigentlich auch nicht. Brauchen wir jetzt im Moment auch eigentlich nicht, weil, wie gesagt, wir haben unbegrenzt Rüstung. Dann die Rüstung da ist. Ja, dafür brauchst du die ja eigentlich, aber ich wollte halt hübsche Deko machen. Einfach weil möglich. Ja. Warte, ich bin gleich zurück. Alles gut, du kannst dich dann auch an Pfeilen bedienen. Also in etwa einer Stunde. Ja, apropos. Ich könnte ja mal eben vor. Einmal ein komplettes Inventar an Pfeilen reinballern, dann kriegen wir das gleich raus. Volles Inventar an Pfeilen, sehr schön. Speichern. Gibt's auch irgendwo Fackeln oder so weiter? Weil es wäre eine. Ja, klar, gibt's. Weil mit dem kleinen Feuerzeug nicht rumzulaufen ist halt ein bisschen scheiße. Das wäre eine gute Idee, man halt irgendwo. Ja, Fackeln mal gibt's, die halten halt nicht ewig, ne? Wäre eine tolle Idee, wenn man ein größeres Licht haben könnte. Kannst du dir machen. Da hält dich niemand davon aus. Du kannst deine Waffe auch anzünden. Brauchst halt die entsprechenden Ressourcen. Deshalb hasse ich es auch in Forest nachts irgendwo rumzulaufen, weil das ist unnötig. Ich meine, gerade jetzt will ich nur nach Hause kommen. Sieht so aus, als wäre es gleich wieder. Ja, alles cool. Ich fülle uns alle Vorräte auf. Scheiße, ich habe wieder vergessen, dass ich einen Schrank für Medizin bauen wollte. Mhm. Ich stehe vor einer Klippe. Kann auch jetzt nicht mehr weit bis heute sein. Okay, wir haben glaube ich einen vollständigen vollständige Korb voll Pfeile. Dann mal jetzt Medizinschrank. Das freut mich. Ich dachte, das hättest du schon gemacht. Nein, ich hab's vergessen, weil ich mit anderen Dingen abgelenkt war. So, 8 Baum, dann hole ich mal 8 Baum. Hast du auch schon volles Essen gemacht? Ist es voll, ja. Wie gesagt, das ist alles voll, nur Medizin habe ich vergessen. Na dann mach mal. Ja, ich fäll jetzt gerade eben ein paar Bäumchen und dann. Ich habe noch 2 Medizin dabei, also. Wenn ich jetzt gleich bei der Hütte bin, könnte ich das mal geben. Ja, das ist gut. Ich meine, du kannst halt leider nicht quitten, weil du bist Host. Ist halt ein bisschen schade. Wie weit ist denn das noch bis zur Hütte, meine Fresse? Ich probiere jetzt mal eben was. Probier mal. Ja, Gott, ich nutze das hier. Ah, schade, ich kann so nicht speichern. Oh, die Hütte. Dann hat sich das erledigt. Ansonsten hätte ich uns halt auch das Baumfällen erspart, weil ich kann dann einfach. Oh, ich kann ja einfach die Stämme von hier nehmen. Du musst das nicht komplett durchschieben. So, ich bin wieder hier. Wieder zu Hause, Mordi. Ja, dann gehen Sie rein. Okay, erstmal ein bisschen Essen für mich. Bedien dich, der Schrank ist voll. Ja, nimm dir dein Zeug.
Drei Stämme fehlen noch. Da hinten müssten noch welche liegen. Nein, hier liegen keine. Vielleicht kann ich jetzt mal die Axt. Kannst du mal eben deine Rüstung von vorne nehmen? Sekunde. Versuch hier meine. Wie kann ich den Stoff mit dem Ding machen? War das alles oder habe ich was vergessen? Ich weiß nicht, was du gerade tust. Hab die Rüstung genommen. Dann müsstest du jetzt alles an Rüstung im Inventar haben. Oder? Du hast unten die Beine vergessen. Okay. Also die Füße. Wir müssen dann mal schlafen, damit es wieder Tag wird. Ja, ich guck mal eben ins Inventar. Ja, dann speichere ich kurz meinen Charakter dazwischen und dann ist gut. Dann fülle ich uns mal die Rüstung eben auf, quitte raus, damit wir wieder vollständig haben und dann... Jetzt müsste ich volle Rüstung haben. Ja, hast du. Ah, ich kann schlafen übrigens, sobald du bereit bist. Oh, hey, ein Stück Rüstung fehlt mir. Ja, das kriegen wir. Ich könnte doch mal das rote den Stoff um die Axt wickeln. Ja, ich weiß nicht wie. Oh nein, ich habe das Ding falsch rumgesetzt. Komm schon, was ist das für eine Scheiße? Tja. Man kann die Medizin rausnehmen. Das ist ja das Wichtige. Ja, das. Ich kann mal gucken. Ja, man kann die tatsächlich rausnehmen, lol. Okay, ist das ein geheimer Vorrat? 2, 3. So, sobald du bereit bist, Modi. Ich quitte raus und ich werde das Schrank erstmal voll machen. Dann mache ich den Schrank leer. Dann mache ich den Schrank wieder voll. So ist Tag, sehr schön. Achso, ja, das ist auch noch nützlich. Wenn ich halt gerade rausgequittet bin, kannst du einfach schlafen gehen. Ja. Und einmal speichern, würde ich sagen. Du solltest das Spiel auf jeden Fall speichern, weil deins ist die Welt. Bei mir wird halt nur der Charakter gespeichert. Ah! Oh, schade. Ich dachte, ein Baum wäre gewachsen. 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Dann. Hopp, okay. Hopp. Oh, ich habe mal Pfeile. Nehmen wir mal ein paar Pfeile mit. Ich bin voll von Medizin. Einmal speichern. Und einmal. 15 Pfeile habe ich jetzt mit dabei. Einsetzen. 1, 2, 3. Können wir ein bisschen Medizin mitnehmen oder ist die dann sofort? Wenn ich die mitnehme. Du kannst dich jetzt bedienen. Ich habe einen vollen. Mehr oder weniger vollen Medizinschrank hier. So, jetzt könnte ich nochmal raus, damit ich wieder vollständig bin. Und dann können wir eigentlich los, weil dann sind wir beide voll ausgerüstet. Soweit. Und unbegrenzt. Und haben unbegrenzt Inventar im Grunde. Okay, ich habe ein bisschen Medizin fallen lassen. Wie viel Medizin habe ich jetzt? 1 Knochen. Ich habe 5 Medizin und 15 Pfeile. Jetzt habe ich 20 Pfeile. Dann ist dem so. Wie gesagt, wenn du irgendeine Waffe noch nicht hast, dir da hängen welche. Ich glaube, die Schleuder hast du noch nicht, oder? Habe ich eigentlich. Ja, ich habe Tree-Sap. Nice. Okay, die Axt kann ich nicht mitnehmen, die habe ich schon. Die jetzt auf da. Modi, ich glaube, die müsstest du mal wieder richtig hinhängen. Sonst despawnt die. Was? Die Axt, die da oben drauf liegt. Ist egal, ich hab eine, es geht nur darum, dass einer von uns die hat. Du hast jetzt dein Zeug wieder. Ach, damit wirft man Steine. Okay. Ja, genau. Das sind die kleinen Steine, die man hier im Inventar hat, die
keiner Stein. Ja, die Pokémons. Ach ja, ich wollte wie noch. Kann ich jetzt, wie kann ich jetzt Stoff hinzufügen zu meiner Axt? Wie kann ich das? Ich guck mal eben. Axt, was gibt es für Möglichkeiten? Du wolltest eine brennende Waffe haben? Ich wollte Stoff drum wegnehmen. Ja, dann gehst du, dann packst du die Axt in dein Inventar und machst einfach dein einmal Stoff drumrum. Dann wickelst du den Stoff an deine Waffe. Das geht nicht. Kann ich einmal machen zur Demonstration, doch. Das geht. Bei mir geht's nicht im Stream. Ich kann das Rad nicht anklicken. Das fehlt, das geht nicht. Ja, dann ist das so. Ich hatte doch vorher eine Waffe mit Stoff drum. Ja, gut, dann geht das bei dir anscheinend gerade wegen irgendwas nicht. Dann probier's halt später nochmal. Vielleicht hast du keinen Platz dafür. Ah, ja. Das kann sein. Ist die Strafe für deinen Bug. Das wär's wert. Ja, mal vollständig alles. Und das immer. Rüstung.